Ja, hallo zusammen und zu einer weiteren Folge in der 7 Day to Die, in dem 7 Day to Die Let's Play Together mit dem jetzt habe ich Sprachbug. Man sagt auch Immunius zu mir. Hi Leute. Ja. Ja, wir hängen gleich wieder dran. Machen weiter, wir sind hier am Ausbau. Ja. Diesmal auf und nicht Abbau. Ja, das wäre auf jeden Fall gesünder für alle Parteien. Ja, gut. Ich will mal schnell mal schauen, habe ich da irgendwas zum Zerlegen, was noch mehr Eisen gibt? Ja, den Topf, den brauche ich ja nicht. Den hast ja du schon. Willst du mal Stein, Eisen sammeln und mal so mit Inneneinrichtung wie Feuergrube und Co. Eisen, wo sammle ich das am besten? Ja, das wird hier irgendwo in Steinform rumliegen. Ach so, ja, logisch. Ja, stimmt. Okay, ja, das kann ich auf jeden Fall tun. Einfach. Das ist allerdings Blei. Ja, das ist auch gut. Brauchen wir auch. Wenn wir das jetzt schon einschmelzen können, ist natürlich nie verkehrt. Ja, stimmt, ja. Nee, geht einfach darum, dass wir gleich die Zeit sauber ausnutzen, weil erstens, wir haben demnächst Nacht. Ja, wieder einmal. Und ich möchte eigentlich das Haus so schnell wie möglich sicher kriegen. Ja, das ist schon klar. Weil es hält auch nicht alles aus, das Steinhäuschen. Die sind relativ schwach. Okay. Wenn man sich so überlegt, echt krass, dass so ein blöder Furz-Zombie einfach mal einen Stein zerkloppt. Ja. Ja, je nachdem, zwei Zombies, die sich eine Nacht damit beschäftigen können, gehen durch wie Butter. Ja, finde ich eigentlich krass. Genau, dann. Und in der Nacht so oder so noch, wenn sie ja da einen auf Speedhörnchen machen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe die Einstellung nicht gefunden. Ich habe mal gemeint, sie hätten die Möglichkeit angepasst, dass man unterdessen doch auch von Fahrenheit in Grad umwechseln könnte. Okay. Aber dem sei wohl nicht so. Okay, ja, das wäre auf jeden Fall gut, ja. Ja. Denn das umzurechnen ist ein bisschen doof. Ja gut, wenn man den höchsten Wert weiß, dann ist das auch nicht mehr so tragisch. Ja, trotzdem. Ich glaube irgendwie bei 170 Fahrenheit sind um die 100 Grad um oder so irgendetwas, habe ich okay. gemeint. Ja. So, komm du Stein, geh kaputt endlich. Was haben wir denn da noch? Genies. So, wunderbar. Zerlegen. Jawohl, ich würde meinen, wir gehen doch mal hoch. Ja, ich wollte eigentlich noch was schauen. Ah, ich gehe noch das Blei hier da vorne abbauen. Jo. Sollte ja nicht so lange dauern. Ja, sonst kommst du einfach über die Rampe hier hoch. Ich habe auf der rechten Seite gerade mal noch aufgelassen. Die okay. muss geschlossen werden danach, sonst haben wir da ein leichtes Problemchen. Ja. Ja, naja, gut, wenn es nur leicht ist, dann ist es ja halb so wild. Ja, ist, hat ein gewisses Gewicht, das Problem, und eine gewisse Größe, aber sonst ist da okay. nicht viel dran. Okay. Ach, komm schon. Okay, ich komme rein. Meine Axt ist wieder mal kaputt. So, wo ist jetzt diese Rampe? Hier auf der rechten Seite hoch. Ach so, die Rampe. Jo. Ach so. Kann ich da nämlich auch gleich zumachen? Jo.
Ja, weil wir haben doch hier jetzt schon ordentlich in die Höhe getrieben, die gute Heatmap. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Bist du noch draußen oder bist du schon drin? Ich bin noch draußen. Okay. Bist du denn? Nur schnell was am Süppeln. So, okay. Muss auch mal sein. Achso, du hast noch gar kein Interesse reinzukommen. Doch, unterdessen schon. Ich höre da was Dezent. Ekliges. Jetzt erst recht. Warum? Ja, hast du nicht gehört? Doch, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Zombie? Ja. Würde ich meinen. Hast du mir den Frame hier hingesammelt? Nein, ich habe. Ich weiß nicht. Nein, doch, nein, ja. Hä? Ich bin verwirrt. Moment. Ja, nee, Nein, du. nein, ich weiß, was passiert. Ich hab gleich da unten und dann hast du wahrscheinlich vorne dran, weil du auch unten wolltest und dann keine Ahnung. Ja, ich, ja, kein Problem. Ich glaube, etwas so hätte das. Oh, das muss hier, das muss repariert werden. Ich schmeiß die Frames weg. Ich äumelig. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Immer mehr. Ja, ich auch auf mich. Das ist wunderprächtige Arbeit. Okay, ich baue hier Ein mal die Türe zu. Meisterstück. Du weißt schon, dass wir hier noch rauskommen müssen. Ich weiß, aber ich habe Angst. Es ist so dunkel hier. Ja, eines der Probleme, wenn man kein Licht hat. Ja, Moment, ich mache jetzt mal ein Lagerfeuer. Ja, ich bin auch dran. Wie Fertigen. sagt man doch, zwei Dumme, eine Idee? Yep, etwa so. So, ich habe mein Lagerfeuer und ich platziere es auch gleich irgendwo hin. Keine Ahnung wo. Hier. Ja, schmeiß das Ding irgendwo mal rauf. So, wo kommt jetzt der Brennstoff rein? Da oben, okay. Kann man das eigentlich, kann man das Zeugs auch splitten? Die Ja, Gegenstände? mit Rechtsklick. Hm, nö. Doch. Nö. Machen Rechtsklick, halte und ziehe weg. Ah! So. Sag doch das. Weiß ich gar nicht. Und du brauchst wirklich fast verschwindend nichts für ein paar Minuten. Also das ist Ja, 58 Minuten haben wir jetzt. einfach. Wir sollten das Wasser, wir sollten dann abstellen können, wenn wir Zombies in der Hütte haben. Jetzt knallt der andere mir das Teil doch vor die Füße. Ja, ich Was bin der ist die Frage? Beste, ich vor dem offenen Fenster. Ich brauche eine Flasche Wasser, Ja, um steh ein bei mir im Ei Feuer. zu machen. Steh Ernsthaft? bei mir im Feuer. Nein, nicht wegwerfen. Du kannst auch. Wo muss ich eigentlich die Gegenstände, die ich brauche, hin tun, damit ich die benutzen kann im Feuer? Ich verstehe das nicht. Im Feuer. Da musst du einfach auf, die musst du im Inventar haben und einfach auf Kochen klicken. Interessant, Dann dass das. nimmt es die selbst. Aber wieso geht das nicht? Warum kann ich kein verficktes Ei kochen? Moment. Ich würde mal das Feuer löschen. Ja. Du hörst der Grund, wieso? Das klingt Schau mir das groß. schnell an. Es klingt groß. Ja, du brauchst einfach ein Ei in der Hose und eine Flasche Wasser. Habe ich Dann ja. kannst du auf Kochen klicken, aber du hast natürlich keinen Kochtopf drin. Ah, das erklärt einiges. Darf ich jetzt wieder einschalten?
Nee, da huscht noch immer was rum. Ach, dann fresse ich meine Dose. Bon appétit. Also nicht die Dose, einfach das, was drin ist, natürlich. Du hast genug Nahrung zu dir gewonnen, um langsam zu heilen. Okay. Halt den Mund, egal was du bist. Ja. Ja, das sind die lieben Nachbarn. Ja, ich mag die, oder so. Ja. Sind ja ganz nett und tun niemandem was. Und natürlich. Ja. Absolut ist. Ja, ich glaube, man kann wieder einschalten. Ich habe dir den Topf hingeschmissen. Ah, ja, also jetzt geht's auch, genau. Gepappt. Genau, jetzt geht das auch. Ja, da schleicht noch was rum. Ich bleibe in der Hocke, dann sehen wir auch gleich, wenn was angreifen würde. Genau, ja. So, Talg. Ich könnte ein Maisbrot herstellen. Okay. Ja, ist auf jeden Fall gut. Stinkt nicht, gibt Futter, hält lange vor. Okay, ich mache also, kein Maisbrot. Ja, halbwegs lange. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und ab wann dürfen wir eigentlich den Ofen benutzen? In der Nacht noch, jetzt noch nicht, weil für das haben wir einfach das Problem, dass wir ja. uns da leicht etwas anlachen werden. Ja. Aber sobald es Tag ist, können wir den so weit wie möglich einsetzen. Ja. Okay. Dann ist es weniger ein Problem. Ich sollte wirklich mal was essen, sehe ich wirklich tatsächlich. So. Dann haben wir das. Wie sieht es denn jetzt aus mit Essen? Nahrung 40%, das ist ja überhaupt nichts. Rüstungsschmied, Athletik. Dann habe ich. Okay, jetzt ist das schon viel besser. Wo haben wir? Was sicher etwas ist bei den Skills, was man relativ schnell lernen sollte, ist der Quality Joe. Auf Deutsch? Mein Spiel ist Deutsch. Qualitative Joe. Wo also, ist das? Das ist das unterste, wenn du jetzt das unterste Blatt wechselst mit dem Mausrad, hast du oben schnell ready. Und ah, Qualitäts-Joe, genau. Ja, genau. Du hast nicht die erforderlichen Fertigkeitspunkte dafür. Ja, das ist aber etwas, was wir beide zusammen lernen können, ohne. Ja. Und wie viel brauche ich dafür? Steht das irgendwo? Ja, es würde stehen, aber ich weiß nicht, mir kommt da die GUI auch irgendwie etwas in den Weg. Das steht einfach Voraussetzung für nächstes Level. Ja, ja. Genau. Das. Toll. Dankeschön. Jetzt weiß ich mehr. Ah, vielleicht müssen wir da zuerst einmal ein Level abmachen, weil das ist noch war bis jetzt noch nicht der Fall. Ja, weißt du was? Kannst eigentlich hier, ich nehme jetzt mal hier, Achtung, hier ist ein Loch. Ich nehme jetzt mal hier das Teil weg und schmeiß die Klappe hin. Und die kannst du einfach zumachen, wenn sie reinkommen. Okay. Und dann kannst du jetzt eigentlich anfangen, das. Nein, es ist zu weit unten. Nein, ich bin unten! Du kannst. Wie wäre es geht das nicht mehr? Nö. Haben die was gedreht? Kann man den. Können wir den nicht nach oben nehmen? Nee. Warum nicht? Das ist leider nicht möglich.
Ja, wenn wir ihn abbauen, zerstören wir ihn gleich auch noch. Aber bekommen wir nicht die benötigten Teile oder so? Doch, kriegen wir schon, aber wir brauchen ein Handbuch für es zu lernen. Scheiße. Aber weißt du was? Dieser Aufstieg hier möchte ich dicht haben, Ich benutze den jetzt einfach mal. aber ja, sicher. Aber wir können hier oben, hier hinten irgendwo einen Aufstieg. Na toll, die Wurst. Wir können hier irgendwo noch einen Aufstieg hinzimmern. Oder nee, behalten wir diesen hier aus hoch und runter kommen. Wir dürfen einfach nicht vergessen, das Ganze dann auch Wie, wegzunehmen. ich habe kein Blei? Natürlich habe ich Blei. Da steht. Moment, das ist doch Blei. Doch Blei? Ich hab Blei. Ja, Ach so, nee, brauchst du das ist noch das, Blei? was ich machen sollte. Ach so, nee, okay. Hä? Doch, hä? Ich verstehe das nicht. Ich brauche Blei, um Blei herzustellen. Was? Aha, ja, du hast auf der rechten Seite hast du denn das schmelzt gut, das musst du zuerst einschmelzen. Shift-Click auf das Blei und auf das Eisen, dann wird es zuerst eingeschmolzen und nachher können wir mit Lehm formen die ganze Geschichte Okay. benutzen. Ja, bei mir steht einfach das, auf der linken Seite ist das, was ich machen kann. Dann klicke ich da auf Blei und dann steht da, ich brauche Blei. Eins Blei und ich habe null, dafür habe ich ganz viel Blei. Das verstehe ich nicht Moment. ganz. Darf ich schnell an die Esse ran? Dann kann ich es dir ungefähr erklären, weil ich kenne die neue GUI noch nicht. Ja, okay. Schmelzung hast du ja zwei Felder. Ja. Dort gibst du Lehm, Stein, Glas, Blei, Kupfer, Brass, nee, Brass ist nicht Kupfer, nee, und Eisen rein. Das schmilzt sich ein, die Zahl erhöht sich. Okay. Und danach kannst du mit den verschiedenen Werkzeugen, die wir zuerst noch finden müssen, kannst Ja. du nachhin das Einschmelzen beginnen. Also ich schmeiß jetzt Okay. mal. Moment, das war mein Was Handy. war denn das? Das war wieder mal mein Handy. Ja, ich schmeiß jetzt hier mal Blei und Co. rein. So viel Holz bräuchten wir gar nicht. Du kannst bei den Grundlagen, nee, halt nicht bei den Grundlagen. Du kannst bei Gebäude kannst du den Holzklotz machen. Der Okay. brennt länger und ist und gibt besser Material. Okay. Mal schauen, was habe ich hier? Eisen. Ich kann Eisen fertigen. Nee, das ist jetzt im Lager drin. Das muss jetzt zuerst schmelzen und dann können wir das Nee, bei mir danach. steht, dass ich Eisen fertigen kann. Aha. Okay. Ja, wieso nicht? 59 Stück. Ja, dann mache ich drum hier mal dicht. Ja, wie gesagt, wir beide zusammen sind nicht unbedingt gerade die Spezialexperten, was 7 Day to Die anbelangt. Ich habe schon ein paar Monate nicht mehr gespielt. Bei mir ist es noch ein bisschen länger her. Trotzdem habe ich schon 35 Stunden. Ja, eben, also. Nee, mittlerweile sind es mehr natürlich. Oh Gott, was ist das? Hast du was zerstört? Ja, ich bin hier oben die sinnlose Falltüre am Wegklöppeln. Ach so, okay. Kann ich dann sonst noch irgendwas stellen? Ein Amboss herstellen wäre toll, aber Ja, dafür brauche ich Clay. also den Amboss und so Zeug, das meistens findet man das noch eher, als man es irgendwo herkriegt. Okay. Als man das herstellen kann. Okay. Ja. Komisch, jetzt konnte ich das Blei herstellen. Ja, jetzt habe ich ja auch reingepackt. Jetzt nimmst du es einfach wieder raus. Weißt du, wie ich meine?
Du packst es in das Schmelzgut auf der rechten Seite. Also so, bei Schmelzung, da. Natürlich. Genau. Jetzt verstehe ich das auch. Dort packst du es ja rein. Genau. Wenn du jetzt aber wieder auf Blei gehst, dann ziehst du es einfach wieder raus. Ach so. Du hast dann einfach einen gewissen Verlust betreffend dem Holz, das du aufgewendet hast, aber ja. Okay. Ich bin jetzt mal am so. Ganz viel Eisen herstellen. Ja, ich hab glaube ich bei 12 Milliarden Eisenerz reingepackt. Achso, neben also. Mir war es nur etwa 100 irgendwas. Ja, fang doch sonst mal den unteren Teil an. Du meinst weiter auszubauen, genau, ja. Ja, was man auch gleich machen könnte, wäre... Von denen brauchen wir demnächst ziemlich viel, die Holzstacheln. Okay. Ja, macht Sinn. Ich muss gleich schauen, 12 Stück. Ja, ich muss noch Holz haben. Ich sehe es kommen. Vom Balkon her der Auskunft. Kann ich Steine nicht weiter ausbauen? Wie meinst du Steine nicht weiter ausbauen? Die Steinmauern. Achso, nee, ich habe einfach nicht genug Ressourcen deswegen. Ja, du bräuchtest dafür so viel mir ist, dann aber Concrete, also die deutsche Übersetzung für Concrete Bones. Beton. Ah, okay. Ja, oh Leute, ich sehe schon was. Und nicht nur einige Zombies, die zum Frühstück auftauchen. Okay. Ich sehe nämlich ein Folgenende. Oh. Und das tut mir auch schrecklich leid, aber es wird wohl nicht viel anderes übrig bleiben, als uns auf die nächste Folge zu vertagen. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei mir und bei Emunios seinem Kanal vorbei. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Schreibt uns was in die Kommentare oder lasst sogar ein Abo da. Auf jeden Fall danke vielmals und in diesem Falle von meiner Seite her wäre es das gewesen. Bis in die nächste Folge mit dem Let's Play Together 7 Day to Die von mir und Emunios. Und tschüss. Bye bye.